Hinter mir seht ihr nun unsere Aula, in der wir jeden Morgen gemeinsam in unseren Tag starten mit einem Frühkonzil. Das ist eine Schulversammlung, in der sowohl Nachrichten vorgelesen werden, als auch ein Kulturteil präsentiert wird. Dieser wiederum besteht zum Beispiel aus verschiedenen Projekten und Themen, die uns gerade besonders interessieren. Danach folgt noch ein Ansageteil, bevor wir dann pünktlich um 8 in unseren Unterricht starten. Außerdem wird die Aula noch für ganz andere Sachen benutzt, wie zum Beispiel Schulkonzerte, Festveranstaltungen oder unsere jährlich stattfindenden Bälle, die wiederum von uns Schülern organisiert werden, wo dann die Aula voller Musik ist und wir alle gemeinsam das Tanzbein schwingen.